Der Bote. Was war denn das? Philipp machte die Augen auf und starrte erschrocken in die Dunkelheit. Da hörte er das seltsame Geräusch wieder. Philipp setzte sich auf und knipste die Nachttischlampe an. Er tastete nach seiner Brille, griff nach der Taschenlampe auf dem Nachttisch und leuchtete zum Fenster. Da saß eine schneeweiße Eule auf einem Ast vor dem Fenster. Machte die Eule wieder. Mit ihren großen gelben Augen sah sie Philipp direkt an. Was will sie bloß? Dachte Philipp. Ob sie eine von den geheimnisvollen Boten ist, die uns die letzten Male zum magischen Baumhaus geholt haben? Die Eule gab keine Ruhe. Warte mal bitte einen Augenblick, sagte Philipp zu der Eule. Ich hole Anne. Anne, Philipps Schwester, konnte meistens verstehen, was Tiere sagen wollten. Philipp sprang aus dem Bett und rannte in Annes Zimmer. Sie schlief tief und fest. Philipp schüttelte sie und Anne drehte sich um. Was ist los? Fragte sie. Komm mit in mein Zimmer, flüsterte Philipp. Ich glaube, morgen die Fee hat wieder einen Boten zu uns geschickt. Augenblicklich sprang Anne aus dem Bett und rannte in Philipps Zimmer. Philipp zeigte zum Fenster. Die schneeweiße Eule saß noch immer dort. Machte sie wieder. Dann breitete die Eule ihre weißen Schwingen aus und flog in die dunkle Nacht. Was wollte sie? Fragte Philipp. Sie möchte, dass wir in den Wald kommen, sagte Anne. Das habe ich mir gedacht, sagte Philipp. Na gut, wir ziehen uns jetzt an und treffen uns dann unten. Nein, dazu haben wir keine Zeit mehr, widersprach Anne. Wir müssen im Schlafanzug gehen. Ich muss mir aber auf jeden Fall Turnschuhe anziehen, beharrte Philipp. Meinetwegen, dann ziehe ich meine aber auch an. Wir treffen uns gleich unten, gab Anne nach. Philipp zog seine Turnschuhe an, warf sein Notizbuch und einen Stift in seinen Rucksack, schnappte sich noch die Taschenlampe und schlich auf Zehenspitzen nach unten. Anne wartete schon an der Haustür. Leise huschten sie nach draußen. Die Nachtluft war warm. Nachtfalter tanzten um das Verandalicht. Im Schlafanzug fühle ich mich so komisch, sagte Philipp. Ich gehe zurück und ziehe mir richtige Kleider an. Vergiss es, widersprach Anne. Die Eule wollte, dass wir ihr sofort folgen. Schon sprang sie von der Terrasse und lief über den dunklen Hof. Philipp stöhnte. Woher weiß Anne eigentlich so genau, was die Eule will? Dachte er. Trotzdem wollte er nicht zurückbleiben und lief ihr hinterher. Der Mond leuchtete ihnen, während sie die Straße entlang liefen. Als sie den Wald von Pepper Hill betraten, knipste Philipp seine kleine Taschenlampe an. Im Lichtstrahl warfen die schaukelnden Äste lange Schatten. Philipp und Anne rannten jetzt zwischen den Bäumen hindurch. Sie blieben dicht beieinander. Philipp sprang erschrocken zur Seite. Es ist nur die weiße Eule, sagte Anne. Sie muss irgendwo in der Nähe sein. Hier im Wald ist es ganz schön unheimlich, fand Philipp. Ja, stimmte Anne ihm zu. So im Dunkeln sieht der Wald gar nicht mehr wie unser Wald aus. Plötzlich tauchte die Eule direkt neben ihnen auf. Huch, rief Anne. Philipp leuchtete mit seiner Taschenlampe auf den weißen Vogel, der hoch in den Himmel flog. Die Eule ließ sich auf einem Ast nieder, direkt neben dem Baumhaus. Und da war auch schon die Fee Morgan, die Zauberin und Bibliothekarin. Ihr langes, weißes Haar glänzte im Licht von Philipps Taschenlampe. Hallo, rief Morgan leise. Kommt doch rauf! Im Lichtkegel der Taschenlampe entdeckten sie die Strickleiter. Dann kletterten Philipp und Anne nach oben ins Baumhaus. Die Fee hielt drei Schriftrollen in der Hand. Auf jeder stand die Antwort zu einem Rätsel, das Anne und Philipp schon gelöst hatten. Ihr seid in den Ozean getaucht, in den Wilden Westen und nach Afrika gereist, um diese drei Rätsel zu lösen, sagte Morgan. Seid ihr bereit für ein weiteres Abenteuer? Klar, klar, riefen Anne und Philipp wie aus einem Mund. Morgan zog eine vierte Schriftrolle aus den Falten ihres Gewandes und reichte sie Anne. Sind wir dann Meisterbibliothekare, wenn wir dieses Rätsel gelöst haben? Fragte Anne.
Können wir danach auch durch Zeit und Raum reisen und Ihnen helfen, Bücher zu sammeln? Fast, erwiderte Morgan. Doch ehe Philipp fragen konnte, was sie damit meinte, zog Morgan ein Buch hervor und reichte es Philipp. Für deine Nachforschungen, sagte sie lächelnd. Philipp und Anne lasen den Titel gemeinsam. Er lautete Abenteuer in der Arktis. Oh, super! In die Arktis! Rief Anne. Die Arktis? Fragte Philipp. Ist das Ihr Ernst? Durchaus, bestätigte Morgan. Aber ihr müsst euch beeilen. Ich wünschte, wir könnten dorthin reisen, sagte Anne und deutete auf den Buchumschlag. Stopp, warte mal! Weißt du denn nicht, wie kalt es dort ist? Wir werden erfrieren, rief Philipp. Ihr müsst keine Angst haben, beruhigte ihn Morgan. Ich werde jemanden dorthin schicken, der euch beide erwartet. Der Wind fing an zu wehen. Jemand, der uns trifft? Wo? Fragte Philipp. Machte die weiße Eule. Doch ehe Morgan antworten konnte, fing das Baumhaus an, sich zu drehen. Es drehte sich schneller und immer schneller. Dann war alles wieder still. Totenstill. Dunkle Schatten. Die Luft klirrte vor Kälte. Philipp und Anne zitterten. Sie blickten aus dem Fenster auf den bleigrauen Himmel. Das Baumhaus war auf dem Boden gelandet. Es gab keine Häuser und keine Bäume, nur endlose Flächen voller Eis und Schnee. Morgan und die Eule waren nirgends mehr zu sehen. Sie hatten sich in Luft aufgelöst. »Lies doch mal das Rätsel vor«, bat Anne mit klappernden Zähnen. »Gute Idee«, meinte Philipp. Er rollte das Papier vorsichtig auseinander und las vor. »Ich verstecke die Wahrheit und täusche die Welt. Ich verleihe Tapferkeit dem, der mich hält. Wer bin ich? Das schreibe ich mir lieber auf«, sagte Philipp zitternd. Er zog sein Notizbuch hervor und schrieb das Rätsel ab. Dann schlug er das Buch auf. Dort fand er ein Bild von einer trostlosen weißen Fläche und las vor. Die arktische Tundra ist eine baumlose Ebene. Während des dunklen Winters ist sie von Schnee und Eis bedeckt. Zum Frühlingsanfang schneit es zwar noch, aber der Himmel wird wieder heller. Erst im Sommer schmelzen Schnee und Eis. Und die Sonne scheint 24 Stunden täglich. Dann muss jetzt Frühlingsanfang sein, meinte Philipp. Es liegt zwar Schnee, aber der Himmel ist trotzdem ein wenig hell. Er blätterte um. Auf dem nächsten Bild war ein Mann abgebildet, der einen mit Fell besetzten Kapuzenmantel anhatte. Sieh dir den an! Philipp zeigte Anne das Bild. Wir brauchen auch so einen Mantel, damit wir nicht länger frieren müssen, sagte sie. Ja, unbedingt, sagte Philipp besorgt und fror gleich ein bisschen mehr. Hier, hör mal! Er las laut vor. Die Kleidung der Robbenjäger besteht aus Robbenfell. Der Mantel hält den eisigen Wind ab. In früheren Zeiten lebten die Eingeborenen der Arktis, die Inuit, von der Jagd auf Robben, Karibus, Eisbären und Wale. Philipp zog sein Notizbuch hervor und schrieb auf. Die Arktis, Doppelpunkt. Robbenjäger tragen Kleidung aus Robbenfell. Dann wurde ihm so kalt, dass er nicht mehr weiterschreiben konnte. Er hielt sich den Rucksack vor die Brust, hauchte auf seine kalten Finger und wünschte sich zurück nach Hause in sein warmes Bett. »Morgan hat doch gesagt, dass sie jemanden herschickt, der uns hier erwartet«, meinte Anne. »Wenn nicht bald einer kommt, werden wir hier wirklich noch erfrieren«, jammerte Philipp. »Es wird immer dunkler und kälter.« Anne unterbrach ihn. »Psst, hör doch mal!« Aus der Ferne vernahmen sie ein Heulen. Es wurde stärker und noch stärker. »Was ist das?« fragte Philipp. Die Geschwister sahen aus dem Fenster. Es schneite und man konnte nicht viel erkennen. Das Heulen wurde lauter. Jetzt vernahmen sie Kläffen und Bellen und Philipp und Anne erkannten dunkle Schatten. Sie kamen direkt auf das Baumhaus zu. »Sind das Wölfe?« fragte Anne. »Klasse«, sagte Philipp. »Das fehlt uns gerade noch. Wir erfrieren hier und jetzt bekommen wir es auch noch mit einem Rudel Wölfe zu tun.«
Philipp zog Anne in eine Ecke des Baumhauses, wo sie sich eng aneinander schmiegten. Das Heulen wurde immer lauter. Es hörte sich an, als ob die Wölfe das Baumhaus eingekreist hätten. Sie heulten und kläfften. Da hielt es Philipp nicht länger aus. Er griff verzweifelt nach dem Arktisbuch. »Vielleicht steht da ja etwas drin, was uns weiterhelfen könnte«, sagte er. Er suchte nach einem Bild von Wölfen. »Oh, ich«, stammelte Anne. Philipp blickte auf und hielt den Atem an. Ein Mann sah durch das Fenster ins Baumhaus. Sein Gesicht war von einer Fellkapuze eingerahmt. Es war der Robbenjäger aus dem Arktisbuch. Schneegestöber. »Sind Sie etwa mit den Wölfen hergekommen?«, fragte Anne ungläubig. Der Robbenjäger sah sie überrascht an. »Hat Morgan Sie zu uns geschickt?«, fragte Philipp. »Ich hatte diesen Traum«, erzählte der Mann. »Ihr seid auch drin vorgekommen und brauchtet meine Hilfe.« Anne lächelte. »Manchmal schickt Morgan auch Träume«, meinte sie. »Wir sind mit Ihrem Baumhaus gekommen, das durch Raum und Zeit fliegt.« »Oh Mann«, dachte Philipp, »das glaubt ihr doch niemand.« Der Robbenjäger aber lächelte, als ob er nicht im Geringsten überrascht wäre. »Wir brauchen wirklich Hilfe«, sagte Philipp. »Wir frieren.« Der Robbenjäger nickte, verschwand vom Fenster und kam einen Augenblick später mit zwei Jacken wieder, die aussahen wie seine eigene. Sie waren aus schwerem, dunklem Leder gemacht und hatten pelzbesetzte Kapuzen. Eine reichte er Philipp und eine Anne. »Danke, danke«, sagten die beiden und zogen die Jacken über. »Juhu, mir ist wieder warm«, rief Anne glücklich. »Ja«, sagte Philipp, »ist ja auch kein Wunder. Sie sind aus Robbenfell.« »Die armen Robben«, sagte Anne. »Denk einfach nicht dran«, riet Philipp, während er seine Kapuze aufsetzte. Sein Kopf und der Oberkörper waren nun schön warm. Rundherum gut eingepackt fror er jetzt nur noch an den Beinen und Füßen. »Oh, vielen Dank«, sagte Anne. Der Robbenjäger gab erst Anne ein paar Pelzhosen und dann Philipp. »Danke«, sagte auch Philipp und zog die Hose rasch über seinen Schlafanzug. Als nächstes reichte der Robbenjäger ihnen jeweils ein paar Schuhe und ein paar Handschuhe. Philipp zog die Stiefel an. Er schob seine kalten Finger in die warmen Handschuhe. »Ich habe eine Frage«, sagte Philipp zu dem Robbenjäger. »Kennen Sie vielleicht die Antwort zu diesem Rätsel?« Er schlug sein Notizbuch auf und las vor. »Ich verstecke die Wahrheit und täusche die Welt. Ich verleihe Tapferkeit dem, der mich hält. Wer bin ich?« Der Robbenjäger schüttelte den Kopf. »Kommt mit«, sagte er zu Philipp und Anne. Dann verschwand er vom Fenster. »Und was ist mit den Wölfen?« rief Philipp. Aber der Robbenjäger antwortete nicht. Philipp holte das Arktisbuch wieder hervor und suchte nach einem Bild von einem Robbenjäger. Als er eins gefunden hatte, lächelte Philipp. Er las: »Bei kaltem Wetter fährt der Robbenjäger mit dem Hundeschlitten. Die Schlittenhunde heißen sibirische Huskies und heulen oft wie Wölfe. Das Rudel wird von einem Leithund angeführt. Die Kufen des Schlittens werden manchmal aus gefrorenem Fisch, der in Robbenfell eingerollt ist, hergestellt.« »Hey, Anne, das sind ja gar keine Wölfe«, rief er. »Es sind...« »Hä?« Er schaute sich um. Anne war verschwunden. Philipp steckte das Buch in seinen Rucksack, aber durch seine Fellkleider war er jetzt so dick, dass ihm der Rucksack nicht mehr passte. Erst nachdem Philipp die Tragegurte länger gemacht hatte, ging es. Philipp betrachtete das winzige Fenster. Das war jetzt bestimmt auch zu klein für ihn. Er versuchte, kopfüber hindurch zu schlüpfen und passte gerade so durch. Philipp fiel in den Schnee. Es schneite immer noch und die Luft war von den vielen Flocken ganz weiß. Vorsichtig ging Philipp auf die Hunde zu. Als er näher kam, zählte er 9 sibirische Huskies. Sie hatten dickes Fell, große Köpfe und spitze Ohren. Der Leithund bellte ihn laut an. Philipp blieb stehen. »Er sagt, du sollst endlich aufsteigen«, rief Anne. Sie stand hinten auf dem Schlitten und der Robbenjäger wartete neben ihr im Schnee. Philipp sprang zu Anne auf den Schlitten. Der Robbenjäger knallte mit einer langen Peitsche und rief: »Ho, ho!« Im wilden Schneegestöber liefen die Huskies los. Über ihnen
flog die schneeweiße Eule. Der Geist der Tiere. Der Hundeschlitten glitt über die vereiste Tundra und der Robbenjäger rannte nebenher. Gelegentlich knallte er mit seiner Peitsche. Als die Sonne hinter den verschneiten Hügeln unterging, sahen die Schneeverwehungen aus wie riesige weiße Skulpturen. Dann ging ein runder, orange-roter Mond am Himmel auf. Das Mondlicht schien auf einen kleinen, runden Iglu direkt vor ihnen. Die Hunde wurden langsamer und blieben schließlich stehen. Philipp stieg vom Schlitten. Und während Anne dabei half, die Hunde loszumachen, nahm er sein Arktisbuch aus dem Rucksack und las über Iglus nach. Das Wort Iglu bedeutet Haus in der Sprache der Arktisbewohner. Dieses Haus wird aus Schneeblöcken gebaut. Vor allem trockener Schnee ist ideales Baumaterial, weil er gut isoliert. Die Temperatur in einem Iglu kann bis zu 20 Grad wärmer sein als draußen. Philipp holte sein Notizbuch hervor, streifte seinen Handschuh ab und schrieb: Iglu heißt Haus. Punkt. Komm, Philipp! Drängelte Anne. Sie und der Robbenjäger warteten vor dem Iglu auf ihn. Die Hunde saßen im Schnee. Philipp lief zu ihnen hinüber. Der Jäger kroch auf allen Vieren durch den niederen Eingang. Philipp und Anne folgten ihm. Eine Kerze brannte hell und an den Schneewänden tanzten die Schatten. Philipp und Anne setzten sich auf Felle, die ausgelegt waren, und beobachteten den Robbenjäger. Zuerst machte er Feuer in einem kleinen Herd. Dann ging er nach draußen und kam mit einem Schneeball und einem Stück gefrorenen Fleisches wieder herein. Den Schneeball legte er in einen Topf auf dem Herd und fügte dann das Fleisch hinzu. »Meinst du, er kocht das für uns?« fragte Anne. »Ich weiß nicht so genau. Lass uns mal im Buch nachsehen«, antwortete Philipp. Er zog das Buch hervor und fand ein Bild, auf dem ein Jäger abgebildet war, der kochte. Die beiden Kinder lasen schweigend. »Es gab eine Zeit, in der fast alles, was die Arktisbewohner benötigten, von den Tieren der Arktis kam«, vor allem von Robben. Fast die gesamte Robbe konnte verarbeitet werden. Ihr Fett lieferte Lampenöl. Selbst die Kleidung wurde aus Robbenfellen hergestellt, sowie Messer und Nadeln aus den Knochen der Robben. »Ich glaube, er kocht Robbenfleisch«, vermutete Philipp. »Die armen Robben«, sagte Anne. Der Robbenjäger schaute zu ihnen herüber. »Du musst sie nicht bedauern«, widersprach er, »denn ohne die Robben müssten wir sterben. Sie helfen uns zu überleben.« »Oh«, sagte Anne, »und wir danken ihnen für diese Hilfe, indem wir den Geist der Tiere verehren«, erklärte er. »Wie denn?« fragte Philipp. »Wir haben da besondere Zeremonien«, erzählte der Robbenjäger. Er lächelte Anne zu und zog zwei hölzerne Masken hervor. »Bald wird eine Zeremonie zu Ehren des Geistes der Eisbären stattfinden«, sagte er. »Diese Masken habe ich dafür geschnitzt.« »Eisbären?« wiederholte Anne. »Ja«, erwiderte der Jäger. »Ebenso wie die Robbe schenkt uns auch der Eisbär vieles.« »Was denn?« fragte Philipp interessiert. »Vor langer, langer Zeit haben die Eisbären uns beigebracht, in Schnee und Eis zu überleben«, erklärte der Robbenjäger. »Die Eisbären?« wiederholte Philipp ungläubig. »Das kann ich mir gar nicht vorstellen.« Der Robbenjäger lächelte. »Ich erkläre es dir«, sagte er. »Eisbären erlegen eine Robbe in dem Moment, in dem sie durch ein Loch im Eis auftaucht, um Atem zu schöpfen. Die ersten Robbenjäger beobachteten die Eisbären und lernten von ihnen. Ebenso habe ich von meinem Vater gelernt, Robben zu jagen. Und er hat es wiederum von seinem Vater gelernt.« »Echt?« sagte Philipp erstaunt. »Auch das Bauen von Iglus hat mein Volk sich von den Eisbären abgeschaut«, erzählte der Robbenjäger. »Eisbären bauen nämlich auch Schneehäuser, indem sie sich in Schneeverwehungen eingraben.« »Das klingt einleuchtend«, sagte Philipp. »Und manchmal können Eisbären Menschen sogar das Fliegen beibringen«, schloss der Robbenjäger. Philipp lächelte. »Was Sie vorhin erzählt haben, glaube ich«, sagte er. »Aber das ist doch jetzt geschwindelt.« Statt zu antworten, lachte der Robbenjäger einfach nur und wandte sich wieder seinem Topf zu.
Deshalb hat er sich auch nicht über das Baumhaus gewundert, dachte Philipp. Einer, der sogar glaubt, dass Eisbären fliegen können, dem kann man einfach alles erzählen. Der Robbenjäger nahm das gekochte Robbenfleisch aus dem Topf und ließ es in einen hölzernen Eimer fallen, den er Anne reichte. Komm, wir füttern die Hunde, sagte er. Super, rief Anne und folgte dem Robbenjäger mit dem Eimer nach draußen. Schnell warf Philipp das Arktisbuch und sein Notizbuch zurück in den Rucksack und wollte ihnen hinterherlaufen. Da fiel sein Blick auf die beiden Bärenmasken. Er hob sie auf, um sie genauer zu betrachten. Die Masken hatten die Form eines Eisbärenkopfes mit einer stumpfen Schnauze und runden Ohren. Es gab zwei Löcher für die Augen und ein Band, mit dem man sie am Kopf befestigen konnte. Plötzlich wurde es draußen laut. Die Hunde bellten und knurrten. Anne schrie auf. Die Hunde greifen Anne an, dachte Philipp. Anne! Mit den Masken in der Hand rannte Philipp aus dem Iglu. SOS. Aber die Hunde bellten nicht Anne, sondern zwei kleine Gestalten an, die im Mondlicht miteinander spielten. Eisbärenkinder! Rief Anne entzückt. Einer der beiden kleinen Eisbären hüpfte auf den anderen drauf und dann kugelten sie sich durch den Schnee. »Hallo, kleine Bären«, rief Anne. Die beiden Bärenjungen sprangen auf und schüttelten sich den Schnee aus dem Fell wie nasse Hundewelpen. Dann tollten sie auf Anne zu, die ihnen entgegenlief. »Oh, wie süß«, rief sie. »Warte«, rief Philipp, »wo ist die Bärenmutter?« Er schaute sich um, aber sie war nirgendwo zu sehen. »Vielleicht sind es ja Waisen«, überlegte er. Philipp schaute sich nach Anne um. Sie balgte sich mit den beiden Bärenkindern im Schnee und lachte so sehr, dass sie kaum noch Luft bekam. Philipp fing auch an zu lachen. Vorsichtig steckte er die Bärenmasken in seinen Rucksack, dann lief er zu Anne rüber. Sie tobte jetzt mit den Bärenkindern über die verschneite Tundra und spielte Fangen. Philipp, Anne und die beiden Bärenjungen jagten einander über den vom Mond beschienenen Schnee. Die Geschwister schlugen Purzelbäume und hüpften wild umher. Das ging eine ganze Weile so. Sie rannten so weit, dass sie an das gefrorene Meer kamen. Philipp sah sich um. »Wir sind ziemlich weit weg vom Iglu. Ich kann die Huskies schon gar nicht mehr hören«, sagte er. »Ich glaube, wir sollten zurückgehen.« »Gleich«, sagte Anne. »Sieh doch nur. Das will ich auch machen.« Gerade rutschten die Bärenjungen einen Hügel hinunter. Sie lagen auf dem Rücken und schlitterten auf das zugefrorene Meer. Philipp und Anne lachten. »Das ist wie Schlittenfahren«, rief Anne. »Lass es uns bitte auch mal ausprobieren.« »Okay«, willigte Philipp ein. »Aber dann kehren wir um.« Die beiden stiegen den Hügel hoch. Philipp packte seinen Rucksack mit beiden Armen. Anne legte sich auf den Rücken und juchzte, als sie nach unten rutschte. Philipp rodelte hinterher. »Pass auf«, rief er. Die beiden kleinen Bären saßen am Fuß des Hügels. Der eine patschte Philipp mit seiner pelzigen Pranke vorsichtig ins Gesicht. Dann legte er sich hin. »Ja, ich bin auch müde«, sagte Anne. »Und ich vielleicht«, meinte Philipp. »Lass uns erst mal einen Moment ausruhen.« Philipp und Anne legten sich neben die Bärenkinder und betrachteten den orangefarbenen Mond. Alles, was sie hörten, war das gleichmäßige Atmen der beiden kleinen Bären. »Das hat jetzt aber Spaß gemacht«, flüsterte Anne. »Ja«, sagte Philipp. »Trotzdem sollten wir jetzt besser zum Iglu zurückgehen. Der Robbenjäger sucht uns sicher schon. Außerdem müssen wir noch das Rätsel lösen.« Philipp rollte sich auf die Seite und wollte gerade aufstehen. Kracks! »Oje!« Er sank langsam zurück auf die Knie. »Ich fürchte, wir sind hier auf sehr dünnem Eis.« »Wie meinst du das?« fragte Anne und versuchte auch aufzustehen. Kracks, machte es wieder. »Hilfe«, rief Anne und legte sich vorsichtig wieder hin. Die Eisbärenkinder rückten näher an Philipp und Anne heran und gaben klagende Laute von sich. Philipp hätte am liebsten auch geweint, aber stattdessen atmete er tief durch und schlug vor, »Ich sehe mal in unserem Buch nach. Da muss doch was Nützliches drinstehen.« Er fasste in seinen Rucksack, holte zuerst die Masken heraus und gab sie Anne. »Ich habe sie aus dem Iglu mitgenommen«, erklärte er. Bevor Philipp das Arktisbuch herausholen konnte, hörten sie ein ohrenbetäubendes Knacken. Kracks!
Wir bewegen uns jetzt nicht einmal mehr und das Eis kracht immer noch«, jammerte Anne. In dem Augenblick hörten sie ein neues Geräusch, eine Art tiefes Schnauben. Es kam von dem Schneehügel, der ungefähr 15 Meter weiter vor ihnen lag. Philipp schaute auf und erblickte einen riesigen Eisbären. »Die Eisbärenmutter«, flüsterte Anne. Gefangen auf dem Eis. Die Bärenkinder wimmerten lauter. »Sie wollen zu ihr, fürchten sich aber vor dem Eis«, flüsterte Philipp. Anne tätschelte die Bärenjungen, um sie zu beruhigen. »Keine Angst«, sagte sie zu ihnen. »Ihr kommt ganz sicher zurück zu eurer Mama.« Der große Eisbär brummte, lief unruhig auf und ab und schnüffelte. Anne streichelte weiter die beiden Bärenkinder und flüsterte beruhigend auf sie ein. Philipp blätterte währenddessen in dem Buch und hoffte, eine Information zu finden, wie sie sich aus der gefährlichen Situation retten könnten. Schließlich hatte er etwas gefunden. »Obwohl ein Eisbärenweibchen bis zu 340 Kilo wiegen kann, ist es in der Lage, sich auf sehr dünnem Eis zu bewegen, das noch nicht einmal einen Menschen tragen kann. Dazu verteilt es sein Gewicht und gleitet auf seinen Pfoten über das Eis.« »Oh Mann«, flüsterte Philipp, »das ist ja unglaublich.« Er beobachtete, wie die Eisbärenmutter den Hügel herunterrannte. Auf ihren mächtigen Pfoten schlich sie lautlos bis an den Rand des zugefrorenen Meeres. Sie versuchte, einen Schritt auf das Eis zu machen, aber jedes Mal krachte es laut und sie musste sich wieder zurückziehen. Schließlich fand sie doch noch eine feste Stelle. Die Bärin legte sich flach auf das Eis und bewegte sich langsam vorwärts, wobei sie sich mit ihren Krallen abstützte. »Ob sie nur ihre Kinder holen will, oder hat sie es etwa auf uns abgesehen?«, fragte Philipp ängstlich. »Ich weiß es nicht«, sagte Anne. »Hey, wir könnten doch die Masken aufsetzen«, fiel ihr ein. »Wozu?«, fragte Philipp. »Vielleicht beschützen die Masken uns ja«, hoffte Anne. »Vielleicht denkt die Bärenmutter dann, dass wir auch Eisbären sind.« »Ob das klappt?«, zweifelte Philipp. Aber Anne reichte ihm ungerührt eine der Masken. Er nahm seine Brille ab und setzte sie auf. Philipp spähte durch die Augenlöcher. Die große weiße Bärin, die über das Eis glitt, war im Schnee kaum zu erkennen. Er blinzelte, um sie besser zu sehen. Die Eisbärin sah nur ihre Kinder an und stieß Klagelaute aus. Die beiden kleinen Bären liefen vorsichtig zu ihrer Mutter. Zufrieden leckte sie ihren Kindern übers Fell und stupste sie mit der Nase. Die Kleinen krabbelten auf ihren Rücken. Die Bärenmutter drehte sich langsam um, dann schob sie sich mit ihren Hinterbeinen vorwärts. Mit den Bärenkindern auf dem Rücken glitt sie davon. »Jetzt sind sie in Sicherheit«, rief Philipp. »Auch wenn die Mutter ins Eis einbricht, kann sie mit ihnen zum Ufer schwimmen.« »Ja, wenn sie uns doch auch mitgenommen hätte«, sagte Anne traurig. »Wir könnten doch versuchen, uns genauso vorwärts zu bewegen wie sie«, schlug sie vor. »Und wenn wir einbrechen«, fragte Philipp, »dann erfrieren wir.« »Wenn wir hier bleiben, werden wir auch erfrieren«, erwiderte Anne. »Denkt daran, was der Robbenjäger von seinem Volk alles erzählt hat. Sie haben viel von den Eisbären gelernt.« Philipp gab sich geschlagen. »Na gut«, sagte er, »wir können es ja mal versuchen.« Er legte sich auf den Bauch, spreizte seine Arme und Beine und imitierte die Eisbären. Er presste seine Handschuhe in den Schnee und schob sich vorwärts. Das Eis krachte nicht. »Krrr«, brummte er. Dann robbte er weiter. Anne glitt hinter ihm über das Eis. Die Geschwister schoben und rutschten. Nach einiger Zeit passierte etwas Seltsames. Philipp fühlte sich auf einmal nicht mehr wie ein Junge, sondern wie ein Eisbär. Wie ein fliegender Eisbär sogar. Philipp glitt dahin, als ob seine Arme und Beine riesige Flügel wären und das mondbeschienene Eis ein gläserner Himmel. Er erinnerte sich, was der Robbenjäger gesagt hatte. Eisbären können fliegen. Tanz der Polarlichter. »Philipp, du kannst jetzt wieder aufstehen«, rief Anne. Philipp öffnete die Augen. Anne stand vor ihm. Sie hatte immer noch die Maske auf. »Wir sind wieder am festen Ufer«, sagte sie. Philipp hatte das Gefühl, als ob er geträumt hätte. Er sah sich um. Tatsächlich,
Sie waren wieder in der verschneiten Tundra, am Rande des zugefrorenen Meeres. Die Bärenkinder tollten in der Ferne herum, aber ihre Mutter saß ganz in der Nähe und sah unverwandt zu Anne und Philipp. »Ich glaube, sie wird uns nichts tun. Sie hat bestimmt nur gewartet, bis wir auch in Sicherheit waren«, vermutete Anne. Philipp betrachtete den riesigen Eisbären voller Ehrfurcht. Er erinnerte sich wieder an die Worte des Robbenjägers. »Vergiss nicht, den Seelen der Tiere zu danken. Wir sollten jetzt dem Geist des Eisbären danken«, sagte Philipp und stand auf. Er trug immer noch seine Bärenmaske, als er sich in die Richtung der Eisbären stellte, die Hände aneinander legte und sich vor ihr verneigte. »Wir danken dir«, sagte Philipp. »Ja, das vergessen wir dir nie«, meinte auch Anne. »Genau, nicht mal in 1000 Lichtjahren«, fuhr Philipp fort. »Ach, das reicht gar nicht. Wir denken auch noch in einer Million Lichtjahre an dich«, verbesserte Anne. Dann breitete sie ihre Arme aus und wirbelte im Kreis. Philipp tat das Gleiche. Sie tanzten beide zu Ehren des Eisbären durch den Schnee. Schließlich blieben sie wieder stehen und verbeugten sich ein letztes Mal. Als sie aufblickten, hatte sich die Bärin auf die Hinterbeine erhoben. Sie war mindestens zweimal so groß wie Philipp. Dann senkte sie ihren massigen Kopf und verbeugte sich in die Richtung der Kinder. In diesem Augenblick explodierte der Himmel. Das nächtliche dunkle Blau verwandelte sich in einen Wirbel aus roten, grünen und gelben Lichtern. Es sah fast aus, als käme ein Geist aus einer Flasche. Dieser Anblick nahm Philipp fast den Atem. Voller Begeisterung beobachtete er, wie die flackernden Lichter die Tundra erhellten. »Ist das der Geist der Eisbären?«, fragte Anne leise. Soweit Philipp sehen konnte, leuchteten Himmel und Schnee in der Tundra. Selbst das Fell der Bären schimmerte in dem bunten Licht. »Nein, das ist kein Geist«, widersprach Philipp. »Dafür muss es eine wissenschaftliche Erklärung geben. Ich schau mal nach.« Er kramte in seinem Rucksack und zog das Arktisbuch hervor. Dann nahm er die Bärenmaske ab und setzte seine Brille wieder auf. Im grünlichen Licht fand Philipp ein Bild von den Himmelslichtern. Aber auf dem Bild sah dieses Spektakel nicht annähernd so beeindruckend aus. Er las vor. »Eins der erstaunlichsten Phänomene in der Arktis ist das Polarlicht. Dieser Lichterwirbel wird ausgelöst, indem kleine Teilchen in der Hochatmosphäre der Erde von besonderer Sonnenstrahlung zum Leuchten angeregt werden. Die Polarlichter entstehen in ungefähr 100 bis 1000 Kilometer Höhe.« »Ich wusste doch, dass es eine wissenschaftliche Erklärung gibt«, sagte Philipp. »Es sind keine Geister.« Und ganz plötzlich waren die tanzenden Lichter wieder verschwunden, als hätte jemand eine Kerze gelöscht. Der Zauber war vorbei. Aus heiterem Himmel. Jetzt schien nur noch der Mond auf den Schnee. Philipp sah sich nach der Eisbärin um. Sie war nicht mehr da. »Wo ist sie hin?«, fragte Anne. »Ich weiß es nicht«, antwortete Philipp. Er suchte mit den Augen die Tundra ab, konnte die Bärenmutter und ihre Jungen aber nirgendwo entdecken. »Wahrscheinlich interessiert sie sich einfach nicht für wissenschaftliche Erklärungen«, vermutete Philipp. Anne seufzte. Dann setzte auch sie ihre Bärenmaske wieder ab und reichte sie Philipp. Er verstaute die beiden Masken in seinem Rucksack. »Und jetzt?«, fragte Anne. Sie blickten nochmal zurück. Das unendliche Schneefeld verlor sich in der Dunkelheit. Philipp hatte keinen Schimmer, wo sie waren. Er zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, wir müssen einfach aufs Geratewohl losgehen und das Beste hoffen.« »Warte mal. Hörst du das?« Aus der Ferne drang ein Heulen zu ihnen, das immer lauter wurde. »Ich glaube, wir müssen gar nicht lange warten«, sagte Anne. »Das sind doch die Huskies.« Der Hundeschlitten kam in Sicht. Der Robbenjäger rannte nebenher. »Hier sind wir! Hier drüben!« schrie Philipp und lief dem Schlitten entgegen. Anne rannte hinterher. »Ich befürchtete schon, ihr hättet euch verlaufen«, sagte der Robbenjäger. »Haben wir auch«, gab Anne zu. »Und wir waren auf dem Eis gefangen. Aber ein Eisbär hat uns geholfen.« »Stimmt«, ergänzte Philipp. »Und wir haben ihre Bärenmasken aufgesetzt. Damit haben wir uns gefühlt wie Bären.« »Ja, durch die Masken sind wir tapfer geworden«, erzählte Anne. Dann hielt sie überrascht inne und sah ihren Bruder an.
Oh Mann, fiel es Philipp wie aus heiterem Himmel ein. Warte mal! Na klar! Das hatte er doch schon einmal gehört. Er holte sein Notizbuch hervor und las Morgens Rätsel nochmal laut vor. Ich verstecke die Wahrheit und täusche die Welt. Ich verleihe Tapferkeit dem, der mich hält. Wer bin ich? Eine Maske! Riefen Anne und Philipp gleichzeitig. Der Robbenjäger lächelte. Sie haben die Antwort gewusst, sagte Anne. Aber ihr musstet die Lösung selbst herausfinden, erwiderte er. Philipp holte die Masken aus seinem Rucksack. Hier, sagte er, die Masken waren unsere Rettung. Wer weiß, wie sonst die Bärenmutter auf uns reagiert hätte. Der Robbenjäger nahm die Masken und steckte sie in seine Jacke. Jetzt können wir wieder nach Hause fliegen, sagte Philipp. Würden Sie uns zu unserem Baumhaus zurückbringen? Fragte Anne. Der Robbenjäger nickte freundlich. Steigt ein, sagte er. Philipp und Anne kletterten auf den Hundeschlitten. Oh, sagte der Robbenjäger. Ho, rief auch Anne. Ho, 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 lachte Philipp. Und während sie über das dunkle Eis fuhren, begann es wieder zu schneien. Oh nein, nicht auch das noch. Als der Hundeschlitten am Baumhaus ankam, hatte sich der Schneesturm in einen Orkan verwandelt. Könnten Sie bitte noch einen Moment warten? Bat Philipp. Ich muss nur schnell etwas überprüfen. Der Jäger nickte. Seine Hunde winselten, als Anne und Philipp durch das Fenster ins Baumhaus kletterten. Philipp nahm die Schriftrolle, auf der das Rätsel stand, und rollte sie auf. Das Rätsel war verschwunden. Stattdessen schimmerte auf dem Pergament ein einziges Wort. Maske. Wir haben es geschafft, rief Anne. Jetzt wird das Baumhaus uns wieder nach Hause zurückbringen. Klasse, meinte Philipp. Komm, wir sagen dem Robbenjäger auf Wiedersehen und geben ihm seine Kleider zurück. Rasch zogen sie sich aus und standen nun wieder in Schlafanzug und barfuß da. Vielen Dank, dass Sie uns die geliehen haben, rief Philipp durch das Fenster. Der Robbenjäger kam zum Baumhaus und nahm die Kleider sowie die Stiefel in Empfang. Danke für alles, sagte Anne mit klappernden Zähnen. Der Robbenjäger winkte ihnen nochmal zu und ging dann durch das dichte Schneegestöber zurück zu seinem Schlitten. Die Geschwister hörten noch, wie er »Ho!« rief. Die Hunde zogen an und liefen in die stürmische Nacht hinein. »Nichts wie weg von hier, ehe wir erfrieren«, sagte Philipp. Anne nahm das Pennsylvania-Buch, denn nur mit ihm konnten die Geschwister nach Hause reisen, deutete auf das Bild von Pepper Hill und sagte, »Ich wünschte, wir wären dort.« Sie warteten darauf, dass das Baumhaus anfing, sich zu drehen. Aber nichts geschah. Philipp zitterte. »Ich wünschte, wir wären dort«, wiederholte Anne. Das Baumhaus rührte sich nicht. »Was ist denn jetzt los?«, sagte Philipp und sah sich um. Die vier Pergamentrollen mit den gelösten Rätseln lagen in der Ecke. Plötzlich entdeckte er eine fünfte Rolle. Wo die auf einmal hergekommen war? Philipp rollte sie auf und las. Die Buchstaben betrachtet, auf nichts anderes achtet. Die allerersten nur, das ist die richtige Spur. Beim allerersten Wort tauscht das A gegen ein I. Das weist euch den gewünschten Ort. Oh nein, stöhnte Anne. Nicht noch ein Rätsel. Okay, sagte Philipp zitternd. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Versuchen wir es. Die Buchstaben betrachtet, auf nichts anderes achtet. Die ersten Buchstaben sind Das ergibt doch keinen Sinn, unterbrach ihn Anne. Außerdem muss das allererste Wort mit A beginnen, sodass wir das A gegen ein I tauschen können. Inzwischen peitschte eisiger Wind gegen das Baumhaus und trieb nassen Schnee durchs Fenster. Wir müssen uns beeilen. Hast du denn keine Idee, was damit gemeint sein könnte? Jammerte Anne. Verzweifelt sah Philipp sich im Baumhaus um. Die Buchstaben, murmelte er vor sich hin. Was denn bloß für Buchstaben? Fragte Anne. Sein Blick blieb an den Pergamentrollen in der Ecke hängen. Vielleicht sind die Buchstaben auf den Pergamentrollen mit unseren Antworten gemeint, überlegte er. Komm, versuchen wir es einfach, schlug Anne vor. Sie rollten das Pergament auf. Auf der ersten Rolle von ihrem Ozeanabenteuer stand Auster. Auf der zweiten vom Wilden Westen stand
Echo. Auf der Rolle von ihrer Reise nach Afrika stand Honig. Und auf der letzten Rolle stand Maske. Auster, Echo, Honig, Maske, murmelte Philipp. Die ersten Buchstaben lauten A, E, H, M. Wir müssen doch das A gegen ein I tauschen, erinnerte Anne ihren Bruder. I, E, H, M. Das ergibt auch keinen Sinn. Philipp überlegte. Vielleicht müssen wir die Buchstaben durcheinander würfeln. Zum Beispiel M, E, I, H. Machte Anne. Oder E, I, H, M. Oder besser H, E, I, M. Heim! Schrie Anne entzückt. Das ist es! Der gewünschte Ort ist Heim! Philipp rollte das fünfte Rätsel noch einmal auf. Es war verschwunden. Stattdessen stand dort das Wort Heim. Juhu! Schrie Anne vor Freude. Sie nahm das Pennsylvania-Buch wieder und rief: Ich wünschte, dass wir heimkommen. Heim! 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 Das Baumhaus begann sich zu drehen. Es wurde schneller und immer schneller. Dann war wieder alles still. Totenstill. Wahnsinn. Die Luft war lau. Philipp fühlte sich wohl wie nie zuvor. Ihr habt eure Prüfungen alle bestanden, sagte eine sanfte, leise Stimme. Seid ihr froh, wieder daheim zu sein? Philipp öffnete die Augen. Morgan, die Zauberin, stand vor ihm im Mondlicht. Ja, und wie, sagte er. Wir haben alle Rätsel gelöst, verkündete Anne stolz. Das habt ihr, bestätigte Morgan. Und ihr habt bewiesen, dass ihr sehr schwierige Aufgaben lösen könnt. Sie griff in die Falten ihres Gewandes und holte zwei dünne, kleine Holztäfelchen hervor. Hier sind nun, wie versprochen, die magischen Bibliothekskarten für euch, sagte sie und gab Anne und Philipp feierlich je ein Täfelchen. Wahnsinn! Rief Philipp begeistert und strich vorsichtig über das Täfelchen. Es war ganz dünn und glatt, fast wie eine gewöhnliche Ausleihkarte. Auf der Oberfläche schimmerten die Buchstaben M und B. Diese Meisterbibliothekskarten, erklärte Morgan, machen euch zu den jüngsten Mitgliedern in der altehrwürdigen Gesellschaft der Meisterbibliothekare. Und was machen wir jetzt mit unseren Karten? Fragte Philipp. Nehmt sie in Zukunft immer auf eure Reisen mit, riet Morgan. Nur ein sehr weiser Mensch oder ein anderer Meisterbibliothekar kann die Buchstaben darauf sehen. Das sind dann auch immer die Menschen, die euch in schwierigen Situationen helfen können. Irre, rief Anne. Können wir nicht sofort eine neue Reise antreten? Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt müsst ihr erst einmal nach Hause gehen und euch ausruhen, bestimmte Morgan. Ich werde euch ganz sicher wiederholen. Philipp und Anne steckten ihre geheimen Bibliothekskarten in die Taschen ihrer Schlafanzüge. Dann holte Philipp das Arktisbuch aus dem Rucksack und legte es zu den anderen Büchern von vergangenen Reisen. Auf Wiedersehen, sagte er zu Morgan. Bis bald, sagte Anne. Morgan winkte ihnen noch einmal zu. Dann kletterten die Geschwister die Strickleiter hinab. Als sie wieder auf dem dunklen Waldboden standen, hörten sie einen ungeheuren Lärm aus dem Baumhaus. Beide blickten nach oben, sahen einen heftigen Windstoß und ein gleißendes Licht hoch oben in der Eiche verschwinden. Dann war alles wieder still. Morgan und ihr magisches Baumhaus waren fort. Philipp tastete nach seiner Bibliothekskarte. Erst als er sie fest in seiner Hand spürte, war er sich wieder sicher, dass weitere spannende Abenteuer vor ihnen lagen. »Komm, lass uns gehen«, sagte er und machte seine Taschenlampe wieder an. »Ich finde es im Wald jetzt gar nicht mehr so unheimlich wie vorhin«, meinte Anne, als sie zwischen den Bäumen entlang gingen. »Ich habe gar keine Angst mehr.« »Ich auch nicht«, bestätigte Philipp. »Hey, ich glaube, die Dunkelheit ist so ähnlich wie eine Maske«, überlegte Anne laut. »Schon ein bisschen«, fand Philipp. »Sie verbirgt den Tag, aber sie macht uns auch mutig.« Sie traten aus dem Wald heraus. Philipp konnte schon ihr Haus sehen. Es sah aus der Ferne so warm und gemütlich aus. Auf der Veranda brannte Licht und am Himmel leuchtete der Mond. »Daheim«, flüsterte er. »Daheim«, wiederholte Anne und rannte los. Philipp stürmte ihr hinterher.
Er war froh, wieder zurück an dem Ort zu sein, an dem sie am allerliebsten waren. Daheim. Das war das magische Baumhaus auf den Spuren der Eisbären.